Cortana, du holographische Weltraumschlampe. Komm her und bück dich. Naja, John, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Und trotzdem fühle ich mich selbst dann zu dir hingezogen. Natürlich tust du das. So holographische Weltraumdusen fahren immer ab auf so einen geilen Anzug. Jetzt komm her, küss mich. Nein, doch, nein, doch, nein, doch, doch, nein, doch, nein. Oh, dein Helmet ist so groß. Ich werde übrigens bald 30. Halo 4. Halo war für mich schon immer so eine besondere Serie, seit ich das erste Mal eine Xbox in der Hand hatte. Deswegen war mir nach dem dritten Teil doch schon irgendwie klar, dass Microsoft ihre Cash-Cow nicht einfach so dahin siechen lassen würde und auch der vermerkt, dass Cortana den Master Chief wecken sollte, falls sie ihn bräuchte. Er hat doch schon mehr als deutlich gezeigt, dass der was in Planung war. Wodurch 343 Industries ins Boot kam und jetzt sich verantwortlich zeigt für den neuesten Halo-Teil. Ich muss sagen, das Zepter wurde gut übernommen und geil, die Uschis haben gerade ein Tor kassiert. Am Tag, als heftig Scheiße starb. Was ich sagen wollte, also 343 Industries hat das Zepter gut übernommen. Das spielt sich immer noch wie ein Halo, größtenteils. Hat aber auch eigene neue Ideen, was die alten Teile bisher noch nicht so hatten. Ganz besonders hervorzuheben ist da die Interaktion zwischen Cortana und dem Master Chief, die noch nie so blütevoll dahergetragen wurde. Es ist, nicht mehr so, nicht nur diese schnippische, kleine holographische künstliche Intelligenz, die den Master Chief bisher begleitet hat, sie zerfällt. Nach 8 Jahren oder so wird gesagt, denken sich diese künstlichen Intelligenzen zu Tode, mit eigenen Worten. Und das merkt man doch schon sehr stark, dass sie immer mehr degeneriert. Man weiß teilweise gar nicht mehr, ob man ihr vertrauen kann, ob das, was sie sagt, richtig ist, ob sie einem helfen will oder doch eher schaden möchte. Das ist super gemacht worden. Auch, dass der Master Chief jetzt endlich mal eine Stimme hat und die auch öfter mal nutzt. Ich weiß noch, wo ich den dritten Teil gespielt habe. Ich war doch schon ein bisschen sehr überrascht, als dann in der letzten Cutscene irgendwie der Master Chief auf einmal was sagt und vorher fast die ganze Zeit ruhig hier geblieben ist. War schon schön. Ich kann Ihnen mehr als 40.000 Gründe nennen, die mir sagen, dass diese Sonne nicht echt ist. Der Rayleigh-Effekt des Senders passt nicht zur suggerierten Größe. Ihr Zyklus ist symmetrischer als der eines richtigen Sterns. Aber trotz allem werde ich nie wissen, ob sie echt aussieht. Sich echt anfühlt. Bevor all das hier vorbei ist, versprechen Sie mir herauszufinden, wer von uns beiden die Maschine ist. Doch, auch wenn die deutsche Synchronisation nicht ganz so gut gelungen ist, kann man sich das Ganze doch anhören.
Die 343 hatten aber auch andere Ideen, die sie meiner Meinung nach nicht konsequent umgesetzt haben. Da wären zum Beispiel die Aliens, die Prometheaner zu nennen, die zwar einerseits auf den ersten Blick gut aussehen, anders aussehen, was Eigenes haben, aber wenn man das Ganze etwas näher betrachtet, dann sind das halt doch die Standardgegner. Halt ein kleinerer, der leicht zu schlagen ist, das sind die Ugnauts der Allianz, und die etwas größeren haben dann natürlich auch erstmal ein Schild, den man runterschießen muss, um ihn dann finally zu killen, mit einem Gewehrkolben in die Fresse zum Beispiel. Und das Ganze wirkt halt nicht ganz durchdacht, auch bei den Waffen. Sehen auf den ersten Blick geil designt aus, aber dann hat man auch nur sein Standardmaschinengewehr, mit Zoom, dann Raketenwerfer, also all das, was man auch schon von der Allianz kennt und von den menschlichen Waffen. Also na, halt nichts Neues und nichts Bahnbrechendes. Und da hat man halt immer das Gefühl, dass die sich noch nicht ganz getraut haben, neues Terrain zu gehen. Und das finde ich ein bisschen schade. Das wurde meiner Meinung nach etwas Potenzial verschenkt. Woher kommt die Verzerrung? Das bin ich. Irgendwie erhöht das Betreten der Portale meine Systemlast. Kann dir das etwas anhaben? Keine Sorge. Den Wahnsinn habe ich bisher unterdrückt, oder nicht? Potenzial verschenkt wurde auch beim Ende, was sehr gerusht daherkommt. Also der finale Bosskampf ist ganz schön lächerlich, auch wenn die Cutscene danach sehr bewegend ist. Aber trotz alledem, da hätte man noch mehr machen können, meiner Meinung nach. Der Soundtrack hält auch hinterm Berg vor. Das ist nicht mehr dieser bombastisch-orchestrale Soundtrack, der da wirklich mit Fahnen wehend einen vorrennen lässt und so weiter. Der hält sich ein bisschen mehr zurück, ist ein bisschen mehr Ambient, Trance und so. Erinnert mich teilweise auch an den Black Hawk Down Soundtrack. Meiner Meinung nach nicht ganz so passend zu einem Halo-Spiel. Auch wenn der ein paar gute Stücke hat, besonders zum Ende halt auch wieder hin. Kommen da wirklich ein paar nette Gesangseinlagen, aber Orchestereinlagen bei. Was ich ganz witzig fand, wie die Story halt weitergeführt wurde, war, dass der Master Chief, er trifft, kleine Spoilerwarnung, aber er trifft dann halt nachher auf Menschen halt auch wieder, nach seinem Exodus, nach 4 Jahren. Die einfachen Soldaten sehen ihn auch immer noch als den Gott Master Chief an, der alles helfen kann, allen retten kann und so weiter. Aber der Captain in dieser Story, er ist dann noch so ein bisschen so, hey, so nach dem Motto Master Chief, du warst jetzt 4 Jahre auf Eis, du hältst dich mal zurück, du hast keine Ahnung, was hier abgeht, los, komm, Schnauze. So, fand ich ganz witzig, mal so einen neuen Spin, dass nicht jeder den Gott in Master Chief sieht. Und doch, das war schon ganz nett. Der Luftkorridor zum Gravitationstrichter wird von einem Partikelkanonennetzwerk gesichert. Die Schilde der Infinity sind noch unten. Räumen Sie den Weg frei, dann geben wir Luftunterstützung. Cap, wie schätzen die Aufklärer die Lage ein? Sie waren zwar lange außer Gefecht, Chief, aber diese Mission muss schnell ablaufen. Eine Gefechtsaufklärung würde uns nur aufhalten. Alles in allem hat es mir doch schon Spaß gemacht, Halo 4. Kampagne ging so 10 Stunden ungefähr. Was mir aber nicht so gefallen hat, war, dass manche Level sich angefühlt haben wie schon mal gespielt. Ein Level hat mich an Gears of War 2 erinnert, ein weiterer Level dann an Halo Reach zum Beispiel. An Halo 3 gab es auch so ein Level, das sehr frappierend daran erinnerte. Und das fand ich dann auch ein bisschen arm, dass sie versucht oder mehr oder weniger alte, bekannte Levelinhalte in neue Kleider zu verstecken. Das gehört auch wieder zu meiner These, dass die sich noch nicht ganz hundertprozentig getraut haben, was Neues, was komplett Eigenes zu machen, weil halt doch sehr viele Halo-Fans natürlich sehr bedacht sind und sehr darauf erpicht sind, immer das gleiche Halo-Spielerlebnis zu haben.
Aber ich hoffe, dass das in den nächsten Teilen noch ein bisschen, vielleicht The 343 ein bisschen mehr vom Joch befreit wird und wirklich ein ganz eigenes Spielerlebnis noch fabriziert. Gute Nachricht. Die Allianzler sind nicht wie Soldaten ausgerüstet. Vielleicht sind es nur ein paar abtrünnige Schrottsammler. Oder wir sind mitten in eine ganze Allianzflotte geraten. Vielleicht haben sie uns nicht erkannt. Das ist eine Möglichkeit. Die Reserveabschussstation sollte links hinter der Luftschleuse sein. Sie müssen den Raketenstart einleiten. Cortana. Ach, nichts. Erreichen Sie einfach die Abschussstation. Verzeihung. Habe ich verpasst, dass wir einen Blutsväterplaneten umkreisen? Immer der Reihe nach. Da ich ja nicht so sehr Multiplayer-affin bin, habe ich mich eigentlich nur an den einzigen Multiplayer-Modus herangetraut. Und zwar den, den man alleine spielen kann, das ist der Spartan-Ops-Modus. Da hat man so einzelne Missionen separat von der Hauptstory. Man spielt da ein anderes Spartaner-Team, hat aber auch eine eigene Geschichte, wird sogar mit Cutscenes erzählt. Und hat dann immer so pro Episode oder pro Staffel gibt es dann 5 kleinere Episoden, 5 Level. Also da kommt so im wöchentlichen Rhythmus eine neue Staffel hinzu, gratis sogar, was in der heutigen DLC-Warnzeit doch mal hervorgehoben werden sollte. Und ja, man beschreitet seine kleine Mission, kann da so wie in Halo Reach halt auch sein Spartaner nach einem gut dünken einkleiden, Farbe wechseln, Logo ändern, etc. pp. Das ist ein nettes kleines Gimmick und hat mir auch schon ein paar Stunden Spaß gebracht. Und ganz besonders im Koop, denke ich mal, ist das eine tolle Spielerlebnis. Aber zu den anderen großen Multiplayer-Sachen kann ich jetzt nicht allzu viel sagen, aber naja, Halo ist da wohl schon so eine Art Steckenpferd, was das angeht, und ich nehme mal nicht an, dass die es versaut haben. Naja. Halo 4 im Abschluss gesagt, traut sich ein paar Sachen, ein paar neue Sachen, ein paar kommen gut an, ein paar sind ein bisschen zu zahm, beziehungsweise nicht komplett zu Ende gedacht. Trotz allem hatte ich Spaß an der Sache. Wie gesagt, 10 Stunden Kampagne ist okay, ist gut, und die Story an sich ist eigentlich auch abgeschlossen, wie in vielen ersten Teilen einer Trilogie ist da erstmal die Story abgeschlossen, auch wenn manche Sachen halt noch offen geblieben sind, denke ich mal absichtlich, die dann in den nächsten Episoden oder in Halo 5 bis 6 da erzählt werden. Und doch, es macht schon Spaß und Laune, und ich bin mal gespannt auf die nächsten Teile. See you. Kommen Sie, Chief. Fahren Sie eine Lady spazieren.